Hallo Leute, ja, hier sind wir in Koh Samui und da war unser Ziel für den dritten Flughafen, den wir machen wollen. Ich würde sagen, ihr schaut das Logo und dann sehen wir zu, dass wir den hier landen, den Flughafen, ne? Bis gleich. Warum ist er nicht so groß und der geht hier noch hin? Passagierflughafen. Oh, so groß ist er dann nicht. Dann wollen wir doch mal schauen, wo wir den hinsetzen. Vielleicht hier unten. Müssten wir den ein bisschen gedreht kriegen. Oh, da würde er so gehen. Ja, da klappt es mit der Straße nicht. So wird es passen, ne? Aber so bindet er sich nirgendwo ein. Hier zwischen geht es nieder. Ne, dann will ich das vielleicht doch nicht hier haben. Dann möchte ich den dann hier hinbauen. Oh, da war gerade das Blau. Ach, das ist ein Schuppen da. Kriegen wir das besser hin? Bestimmt, ne? Hier sind schon ein paar Häuser dann damit drin. Na, warte, wenn wir das andersrum drehen, ne, ne? Dann müsste ich ihn ganz viel andersrum drehen. Aber dann deckt er gar nichts ab. Kollision steht da, ne, dann wollen wir das nicht machen. Dann machen wir schon so hier, wenn, ne? So geht's, oder? Machen wir es so. Bevor ein Haus gebaut wird, ne, machen wir es so. So, das bedeutet, wir haben den dritten Flughafen. Niemand steigt hier zu, ist auch klar. Und es ist immer ein Dingens dabei. Wie heißt das Ding? Cross-Border Flughafen, ne. Immer ein Depot dabei oder was? Fahrzeugmanager tatsächlich. Ja, jetzt müssen wir nur die Linie ändern, ne? Kriege ich die so schnell hier hin? Ne, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte es daneben haben. Gießenhorst, Linie 95. Linie verwalten. Wo ist jetzt Cross-Border? Hier. Das würde bedeuten, Leitzkow Flughafen, Gießenhorst, einfach hinzufügen, oder? Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Hä? Beim Flugzeug? Geht's so? Jetzt hinzufügen würde. Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Warum nicht? Alle entfernen. Verstehe ich nicht. Kann mir das einer erklären? Irgendwie mag er nicht. Ach, da gibt es keine Rundflüge oder was? Könnte natürlich auch noch sein, ne? Ja, dann machen wir das halt nicht. Dann Fahrzeug kaufen, Flugzeug kaufen, Passagiere, alle. Passagiere. Wie, der fliegt jetzt hier lang? Passagiere. Cargo. Kann ich das hier mal so mit allen haben oder geht das hier nicht? Oder habe ich einen falschen gebaut? Sag jetzt nicht, das ist hier ein Transportflughafen. Cross-Border, nicht wartend. Warte, stopp. Ich habe bestimmt den falschen gebaut. Diagramme. Konfigurieren. Alter, was ist passiert? Ja klar, der sieht auch schon so anders aus, ne? Oh. Hauptgebäude, Passagierterminal. Ne, das ist auch da. Güterterminal. Kriegen wir das auch noch hin? Kriegen wir auch noch hin. Einen Hangar haben wir auch schon. Ne, das ist doof. Mach weg. So, jetzt kann ich hier hingehen, ne?
Fahrzeug kaufen. Nochmal das Ganze, oder? Abbrechen ist da, ne? Gospoda Flughafen, Fahrzeug kaufen. Okay. Alle Passagiere. Kann ich das auch ändern? Ich will doch mehr. Da muss es doch mehr Flugzeuge geben. Es gab doch letztes Mal mehr Flugzeuge wie hier, oder? Oder ist das am Flughafen, dass der zu klein ist oder sowas? Oder darf der hier nicht? Kaufen wir erstmal. Neue Linie. Von da. Was war da gerade zu sehen? So, die Warteschleife wahrscheinlich, ne? Ja. Wo war hier der Flughafen? Da. Und dann fliege ich nach da. Okay. Und von da fliegen wir dann nach da wieder. Macht er so oder so, ne? Dann lassen wir das so. Und ist das Flugzeug schon unterwegs? Wo ist denn das Flugzeug? Ah, schon unterwegs. Hier fliegt schon rum. 12 Passagiere, na super. Oh, fall nicht von der Karte, ne? Ach, hast schon. Flugzeug 2 ist das. Landet jetzt. Oh, das war schlecht. Jetzt kriege ich das noch mit, ja. Kein Rauch, nix, ne? Ah, wieder schlecht. Wenn ich jetzt hier hingehe, ne? Fahrzeug kommen, dann habe ich hier die dicken Dinger alle, ne? Groß. Passagiere. Ich hätte glaube 55 hier, der war's. Kaufe ich. Und Linie 95 zuweisen. Geht das? Linie 95? Fahrzeuge? Nö, geht nicht. Glaube ich. Hat er denn was gesagt, dass es nicht geht? Wo ist denn der jetzt? Wo steht das Flugzeug jetzt? Das ist die Frage, ne? Flugzeug kaufen. Den hatte ich. Ob ich den jetzt kaufe? Ach, Linie 96 muss ich machen, ne? Warte, jetzt muss ich gucken. Das Gospoda war hier, ne? Oder? Ja. Das ist Linie 96. Ja, es sind jetzt zwei Flugzeuge drauf. Man kann hier in diesem Hangar wohl nur kleine kaufen, oder wie sehe ich das? Ein Jahr alt und ein Monat auch. Alt, cool, oder? Ja, lasse fliegen, wird schon werden. Die Bushaltestelle ist ja wohl auch mit drin, ne? Dann ist doch alles gut. Wunderbar. Schauen wir mal, was ist dem Fluggastaufkommen hier für den anderen Linie? Keiner. Okay, und wie ist es hier hinten? Hier haben wir noch den Flughafen. Hier sind 18. Da fliegen jetzt zwei, ne? Habe ich gut hingekriegt, oder? Das funktioniert. Okay, 2,7 Millionen Miese. Hier irgendwie so ein Pushback-Car und so. Ne, der dreht sich nur um, alles klar. 18,55.
Okay, da muss ich mal warten, bis einer kommt. Da landet jetzt wahrscheinlich einer, oder? Ja, da kommt er. Okay, hat oh, drei er landen hier, okay. Krass. Fliegt er da längs rum, naja. Okay, 18 Fluggäste ist ja schon mal eine Nummer, ne? Und dieser hier hat 5 drin und dieser hier hat 0 drin. Hier stehen 11. 11 für Linie 95 und er ist Linie 96 und er ist Linie 95, okay. Das ist nicht gut. Was ist das? Das konnte ich, ja, das ist glaube ich aber alt, oder? Kein Weg, großes Flugzeug. Ah, das ist unser Problem. Das heißt, der hier hinten, der Flughafen, ist wahrscheinlich nicht der richtige. Da habe ich wohl den falschen ausgewählt, ne? Cospoda Flughafen konfigurieren. Aber hier kann ich nichts dazu kaufen. Das würde bedeuten, ich muss hier nochmal hin. Müsste den upgraden. Okay, der sieht tatsächlich auch anders aus. Deswegen wurde mir auch gar nichts angezeigt. Alles klar. Wenn ich jetzt den Bagger nehme und den wegreiße, dann ist der weg. Wenn ich jetzt schnellstens den großen Flughafen dahin baue, der dann nicht passt. Ich den jetzt drehe. Kriege ich den irgendwie da so hin, dass der wenigstens ein paar Häuser da drin hat? Nein. Ist ja wieder auch richtig krass. Ja, schade, ne? Nein, das war falsch. Nochmal das Ganze. M und N ist es. Oh, hier ist es abgedeckt. Zack. Aber jetzt keine Linie mehr drauf. Warte, mach den mal zu. Mach den auch mal zu. Ist die Bushaltestelle mit drinne? Ja, die ist mit drinne. Dann funktioniert es ja, oder? Okay, das heißt, wir müssen jetzt die Flugzeuge, die irgendwo sind. Müssen wir da noch hinkriegen, ne? Linie 96. Linie verwalten. Das ist da und die andere Linie ist da. Okay. Auch krass. Und Linie 95 ist da und da. Okay. Und die können wir noch ändern, ne? Hinzufügen. Den. Jetzt fliegt er anders. Wir nehmen aber jetzt einen hier raus, oder? Ja, machen wir. Sonst hätte das keinen Sinn so gemacht. Aber den kleinen Flieger lassen wir jetzt auch da drauf. Wo ist der jetzt? Da. Fliegt gerade an. Passt. Kommt runter und landet da so. Geht das so? Oh, abgestürzt. Quietschende Reifen, aber kein Rauch. Und drinnen sitzt bestimmt auch noch. Oh, keiner. Passiert hier jetzt was? Das ist die Frage, ne?
Gibt es jetzt gleich Fahrgäste hier? Das ist die Frage. Er hat auf jeden Fall keine da drin, oder? Nein. Ah, da kommt der erste Bus. Da kommt der nächste Flieger. Hat der welche Breite? Das ist der kleine, ne? Der ist auch ein großer. Oh, 19 Fluggäste. Respekt. Da hätte ich nicht mitgerechnet, dass so viele darauf sind. Aber steigt keiner hier aus, wa? Oder? Wo fliegt denn hin, dass der? Der ist nur aus Flughafen. Okay. Also er ist auf jeden Fall angebunden zum Flughafen, das ist schon mal gut, ne? Hier ist noch kein Bus gerade da. Da ist er. Fahrgäste 17, aber ich kann die hier nicht leider sehen, wo die hinfahren. Vielleicht laufen die ja gleich darüber. Industriegebiet. Mal gucken, wo die hingehen. Die laufen noch da weg. Der läuft noch da. Aber hier ist keiner hingelaufen, ne? Ne. Das hat nicht geklappt. Der hat 19 Passagiere und der andere, wo ist der jetzt? Da. Da komme ich aber nicht nach. Wo ist er? Habe ich sogar erwischt. Cool, wa? Sitzt einer drin. Naja. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Hier steht immer noch keiner. Nein. Da kommt gerade ein Flieger rein. Ach, der hat den ersten drin. Kommt der Bus. Oh, jetzt laufen hier ganz viele. Zwei, drei. Es könnte was werden. Ich glaube, die ersten drei Fahrgäste kommen jetzt hierher. Und der hat niemanden mehr. Wann kommen sie? Da. Eins, zwei, drei. Jetzt müssen wir gleich gucken, ob hier drei sind. Okay, da rein. Empfangshalle. Und? Check-in. Waren wohl nur Bedienstete, die hier arbeiten, wa? Ne, da ist einer. Da sind alle drei. Und die sind jetzt hier im Flieger. Gut, dann geht's ja vielleicht, ne? Wo ist der Flughafen? Da. Wer wartet hier für was? 14 und 10, das hört sich doch schon ganz gut an, ne? 4,2 Millionen, okay, das ist noch ein bisschen schlecht. Hier fällt gerade einer von der Karte. Oh, der ist voll. Der Kleine. Der lädt gerade. Okay, Flugzeug fast halb voll. Na, oder mehr wie halb voll. Sehr gut. Geht eigentlich, oder? Passagiere Passagier ist schon eine Hausnummer. Nicht schlecht, Herr Specht. Ziemlich windig hier oben, ne? Naja, geht nicht, aber macht da Krach. So, dann wollen wir gleich mal gucken, wie sich hier die Zahl verändert. 2,8 haben wir jetzt hier stehen. Der kommt da ja gleich an in Gießenhorst Airport. Und da stehen schon einige, ne?
gespannt, wo sie hinwollen. Okay, da ist gerade Venus gewesen. Aber er kommt zur Landung. Und wunderbar. Und wir sind gespannt, wie viel es Geld dafür gibt. Der Kleine ist auch schon da. Der Kleine fliegt schon plus. Und der Große auch. Ja, und es stehen noch 13 hier, ne? Ah, die sind gerade erst ausgestiegen. 17. Ja, der fliegt. 14 stehen für die andere Linie noch da. Aber hier steht jetzt keiner, obwohl der ist gerade da gewesen und hat 5 mitgenommen, okay. Hier steht einer an der Bushaltestelle. So, der ist jetzt gerade weggeflogen, ne? Der hat 5, aber macht hier 2,7 Minusse. Okay. Ja, mal erstmal ein paar Flugzeuge unterwegs, ne? Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.